Oh, das geht richtig flott, ne? Hört das mal an. Guckt euch das mal an. Da sind hier schon kräftig unterwegs. Aber er hat ja auch ein kräftiges Arbeitsgerät, ne? Also. Ne, müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist halt auch gar kein Problem mit einem T8. Da solche Geschichten wegzureißen. Easy, quasi. Easy. Oh, der Deutz CTV hat den Überladepunkt erreicht. Lädt er auch ab? Warte, wo bist du denn, Deutz? Lädt auch ab. Alles klar, jetzt funktioniert's. Denn ist das endlich wunderprächtig. Oh, gut. Das freut mir natürlich ohne Ende. Das finde ich gut. Dann ist das nämlich auch, dann ist das auch endlich. Dann ist das schier. Das ist schön. So. Hallo. Ich würde gerne mal was abholen. Dafür, dass wir erst den vierten Tag auf dieser Farm haben. Lol. Wie sagte einer letztens im Stream, als ich den Mod das erste Mal drin hatte, von wegen hier fast 12. Tag erst auf dieser Map. Er hat andere Multiplayer-Maps gesehen, da haben sie in 12 Tagen noch nicht so viel erreicht wie ich. Das war schon krass. So. Einmal hier noch abladen. Guten Tag. Dann gehen wir mal zum Sepp wieder rüber. Der ist nämlich voll mit Milch. Milch. Und jetzt gibt's gleich kleine Kälber. Warum ich Warnleuchten anhab? Weil wir Milch transportieren. Und Milch ist sehr, sehr schweres Gut. Und ja. Sehr wichtig. So, da müsste das andere Ding müsste jetzt eigentlich der Einlass für Milch sein. Wenn das so halbwegs legit ist, das Teil. Aber ich glaube schon. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich auch vorne reinkommen. Hätte ich auch kein Problem mit. Aber ich glaube, das muss da rein. Ich hoffe, dass da ein Trigger ist. Ey. Ich habe jetzt aber auch noch nicht in die Konsole geguckt. Sondern wollte mich einfach mal überraschen lassen. Da ist was. Oh, wir pumpen rüber. Oh, wie geil. Lass mal auf die Hilfe gucken. Oh ja, es kommt Milch rein. Alter, das ist für 55 Tage haben wir jetzt Stroh drin. Okay. Ah, guck mal, es kommt... Ah, nächstes Kalb 8 Minuten. Das heißt, hier ist Kalb 1, Kalb 2, Kalb 3, Kalb 4, Kalb 5. Die kommen jetzt im 8-Minuten-Takt. Die Kälber an sich brauchen 2 Tage, bis sie erwachsen sind. Das heißt, wir kriegen alle 2 Tage 5 neue Kühe. Das ist ganz cool, finde ich eigentlich. Das ist nice. Das ist jetzt auch irgendwie nicht übertrieben. Also, das finde ich ganz witzig. Dass jetzt natürlich die eine Kuh durchgegangen ist, hat keiner gesehen. Aber das finde ich ganz witzig. Das ist nice. Das gefällt mir. So, du kannst jetzt mal auf den Wasserkurs. Oder brauche ich dich woanders? Ne, eigentlich nicht, ne? Ne, eigentlich kann der hier auf dem Wasserkurs. Weil die Wasserversorgung für die Kühe ist eigentlich auch sehr, sehr relevant. Also von dem her. Wasserkühe komplett, genau. Das ist der beladen am Startpunkt. Abfahren bei 0. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der nächste hier ist, aber hier müsste irgendwo einer sein. Weiterfahren. Fahren Sie bitte weiter. Ja. Dann kann der nämlich jetzt Wasser holen. Und das wird dann auch super. So, der ist da unterwegs, der Kollege. Matthias holt sich Gülle. Sehr, sehr schön. Ach ja, wir wollten jetzt gleich das Feld hier einstellen, ne? Das wird auch hier nichts mit dem Gras, ne? Das müssen wir eigentlich auch mal einsammeln langsam. Da können wir eigentlich... Der Ladewagen ist auch wieder frei, ne? Stimmt, der Ladewagen ist wieder frei. Das heißt, wir können doch eigentlich mal... wo ist denn... Genau. Wir schnappen uns jetzt nämlich mal hier den Kollegen Igor. Brettern mal rüber zum Kuhstall. Holen uns einen Ladewagen. Werden, glaube ich, mal die kleine Wiese ab,
absammeln, die noch von der Armee-Mission ist. Ach ne, wir haben hier unten auch noch eine kleine Wiese, ne? Da ist auch noch was drauf. Kleine miese Wiese. Wie komme ich denn von der am besten zum Haupthof? Da habe ich ja noch gar nichts eingestellt, ne? Das ist auch so ein Sonderding mal wieder. Da habe ich gar nichts, ne? Das ist ja Wiese 6, wenn, glaube ich, ne? Oder? Wiese 6? Wiese 6. Das, was ich nutzen könnte, nee, 16. Das, was ich nutzen könnte, ist, ich habe ja schon einen Feldverbund Formationsgedöns bei 25. Ist da irgendwas mit 25? Also hier liegt auf jeden Fall noch Gras, ne? Ja, da liegt Gras, alles klar. Ich habe ja irgendwas mit 16, 15, 25 oder so. Wo ist das? Weil wir waren ja schon auf dem, genau, 5 bis 25 vom Hof. Das ist die Geschichte. Wo endet das denn? Das endet, an der Brücke. Oh, ich bin zu weit gefahren. An der Brücke würde das enden. Und das geht, von wo aus geht das wieder zurück zum Hof? Von da. Ja, dann müssen wir von der Brücke einmal hier durchfahren. Oder hier durchfahren. Oh ja, das können wir machen. Hier durchfahren. Und dann fahren wir einfach zu der Wiese. Haben dann quasi unseren Kurs. Müssen wir uns ein kleines Stückchen noch dazu holen. Und dann fahren wir das kleine Stückchen von der Wiese zu der anderen Kreuzung. Und dann haben wir da die Strecke zusammen von der Wiese zum Hof. Beziehungsweise machen dann alles soweit klar, dass die Strecke komplett hochgeht zu den Kühen. Naja, das können wir also machen. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ich werde jetzt aber trotzdem erstmal den Ladewagen holen. Und dann schmeißen wir das an. Oh, du machst aber einen kräftigen Schlenker. Naja. Solange du nicht hängen bleibst, ist alles gut. Ja, das müsste ich auch nochmal irgendwann korrigieren, diese Ausfahrt. Aber die Ausfahrt halt, ne? Ist halt diese Ausfahrt. So. Ich habe gerade so ein bisschen Schlagen auf den Ohren. Aber es kann sein, dass es vom Lied kommt, was da gerade noch bei mir im Hintergrund läuft. Ja, alles klar. Das war die Musik, die bei mir im Hintergrund läuft. Also ich habe ja immer noch ein bisschen Musik bei mir mitlaufen. Einfach damit ich selber unterhalten werde. So. Jetzt einmal den Anhänger mit dran. Ich sehe gerade, ich habe nämlich gerade, wo ich dann gerade mal auf YouTube unterwegs war, mein Dashboard aktualisiert und wir sind jetzt mittlerweile 901. Danke dafür. Für 901 Abonnenten. Das werde ich auch gleich, das werden wir auch gleich mal nachtragen und umsetzen. Und zwar werden wir die drei neuen Kühe auf jeden Fall noch dazu kaufen. Schön, die 900. Oh, einer zu viel. Naja, wird keiner sehen. Psst. Was soll ich sagen? Ich werde jetzt auch nicht eine Kuh wieder verkaufen, das machen wir nicht. Ja, cool, dann die 900 geknackt. Ey, wie geil ist das denn, bitteschön? Das ist ja richtig cool. So, das wieder in Fokus oder im Vordergrund. Ja, nice, dankeschön, danke für den Support, danke, danke. Das freut mich unheimlich. Das freut mich echt unheimlich. Wir haben noch ein bisschen Stroh im Anhänger, sehe ich gerade. Das können wir mal abladen. Und dann müssen wir, holen wir Gras ran hier. Holen wir Gras ran, damit wir auch unsere, damit ich euch auch wieder füttern kann, ne? Es soll euch ja nicht schlecht gehen bei mir. So. Jetzt brauchen wir erstmal noch Strecken, ne? Genau. Und zwar für diese kleine Wiese. Eigentlich ist es ziemlich krass, aber ich glaube, das heißt ziemlich krass. Habe ich dafür eigentlich alles abgespeichert? 16 Schwaden und so? 16 Wiese Schwaden? Ja, habe ich, alles klar. Dann mache ich daraus nämlich... Ja, da könnte ich eigentlich gleich einen kompletten Kurs draus machen, ne? Obwohl... Ah, nee. Nee, wir lassen das in zwei.
Also ich lasse da zwei Kurse, oder lasse das so, dass es zwei Kurse sind. Und patche die dann immer zusammen. Aber ich werde, glaube ich, einen kompletten Kurs schon machen, der vom Feld zu den Kühen hochgeht und dann wieder zurück und so weiter. Das werde ich, glaube ich, einmal komplett schon zusammenpacken und abspeichern. Dann brauche ich nämlich immer, wenn ich diese Wiese gemäht habe und von der den Gras hole, nur diesen einen kompletten Kurs mal reinladen. Das ist nicht die richtige Brücke, ne? Nee. Die richtige Brücke wäre da hinten, ist da hinten. Das war nicht die richtige Brücke. So, einen Thermomaten kann ich aber schon mal runterdrehen. Auf 17, das reicht. Hier ist die richtige Einfahrt, ne? Ja, genau, da ist die Brücke. Das ist die richtige Brücke, die ich gerne hätte. So, und zwar habe ich ja immer gesagt, hinter der Brücke beginnt das, glaube ich, ne? Oder vor der Brücke oder auf der Brücke oder irgendwie, keine Ahnung. Wir fahren einfach mal los. So, ich drehe noch ein bisschen höher. Obwohl, wir sind schon bei 26, wow. Ich dachte, ich hätte ihn runtergedreht, den Thermomaten. Naja, so 20 lasse ich. Jetzt fahre ich gleich, jetzt biege ich gleich nach, von mir aus gesehen, nach rechts ab. Jetzt habe ich nach links gezeigt, ne? biege ich gleich nach rechts ab und fahre eigentlich eine Strecke, die ich nicht fahren wollte, jetzt aber doch fahre, weil ich es einfach fahre. So, Punkt. Und das ist dann quasi, das machen wir auch wieder mit Wiese 16 Ende oder so, nenne ich das Ding dann. Dann weiß ich ja Bescheid. So, miau. Zack. Einmal ein bisschen eine größere Kurve gefahren. Und hier auf der Strecke ist jetzt ja nicht tatsächlich nicht so viel los. Aber wir müssen abtanken wieder, ne? Sehe ich gerade. Muss das echt einstellen. Ja, das mache ich heute auch noch. Gerade mal geguckt, wie weit ich in der Aufnahme schon bin. Aber das machen wir auf jeden Fall noch heute. Noch genug Zeit. Noch genug Zeit. Leider ist mir das Spiel zweimal irgendwie verreckt in den Arsch gegangen, was so ein bisschen schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowas hält natürlich immer auf, ne? Normalerweise nehme ich immer 2 Stunden am Stück schnell durch auf und kann dann gleich schneiden und so, aber wenn du dann mal so eine Unterbrecher hast, wie das hier Giants Engine sich schrottet oder ja, irgendwie ein Mod auf einmal, so wie jetzt vorhin, das mit dem Curseplay jetzt nicht mehr funktioniert. Dann ist es halt immer, das ist immer so ein Zeitfresser. Das ist mal schade. Ich muss gucken, wo die Einfahrt ist. Nicht, dass ich da irgendwo durch den Zaun fahre oder so. Das wollen wir ja auch nicht. Total unvorbereitet. Aber ich glaube direkt gerade darauf zu, ne? Ja, das sieht ziemlich cool aus. Können wir ihn nämlich einfach so drauf lassen hier auf die Wiese. So ungefähr. Und dann soll er sich von hier aus selber seinen Weg wieder suchen. So, und das ist dann nämlich, genau. Das ist dann nämlich Feld 16, Wiese, Ende. Dann gehe ich jetzt wieder auf dieses Ende- und Anfangsschema zurück. Und die Anfangsstrecke, pass auf, die beginnen wir, damit starte ich jetzt. Mal auf, das nehmen wir raus. Kursaufzeichnung, Tempomat. Oh, war es schon wieder 40? Warum ist das schon wieder auf 40 hochgegangen? Mal ein bisschen die Kurven ausfahren. Gerade bei dem Ladewagen, muss man ein bisschen aufpassen, weil der ist ein bisschen länger. Der ist ein bisschen länger und seine Reifen hinten stehen raus. Das heißt, damit bleibt man immer gerne irgendwo hängen. Habe ich auch schon unendlich häufig gehabt. Unendlich häufig. Ach guck mal, der Hürlimann wartet darauf, dass er Wasser kriegt. Beziehungsweise, dass er Wasser laden darf. Ich könnte mir auch mal wieder ein Wasser einschenken. Ja, ich habe schon wieder super Durst. Schon wieder 141.000, ne? Das ist der Wahnsinn. Aber ich muss ein bisschen sparsam sein, weil ja, es kommt zwar Geld rein, es ist auch viel da, aber ich habe bald keine Silage mehr. Und wenn ich keine Silage mehr habe, gibt es auch nichts, was ich verkaufen kann. Und wenn ich nichts habe, was ich verkaufen kann, außer das, was jetzt vielleicht in den Getreidesilos noch drin ist, ja, warten wir halt, ne? So, mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Ich muss nicht, da vorne ist gleich die Kreuzung, wo ich die Aufzeichnung beende. Und da vorne ist jetzt das Gartencenter, was ich meinte. Auf dem Gartencenter sind jetzt quasi dekomäßig noch Gewächshäuser
Die will ich auch austauschen lassen, vielleicht gegen die Gewächshäuser von der Landwehrkanal. Und dann mache ich einen Deal mit einem Gartencenter, dass ich die halt bewirtschafte. Und die geben mir dann halt ein bisschen was vom Ertrag ab, ne, dass ich das dann verkaufen kann. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Deal. So. Nasio. Feld 16, ne? Feld 16, Wiese, Anfang. So, dann haben wir nämlich das. Das können wir nämlich auch gleich schon drinnen lassen. Dann wollen wir jetzt nämlich von dem Verbund, was ich vorhin gesagt habe, wo ist denn das mit 25, 16 und so weiter? 15, ne? Feld 15, 25 zum Hof. Das ist die Strecke. Dann sind wir nämlich da. Und dann müssten wir nämlich zum Kuhstall hoch, also Kuh. Hof zum Kuhstall, genau. Und dann wollen wir... Boah, ich weiß gar nicht, ist das jetzt Stroh oder Gras? Kompaktlader, okay. Das ist irgendwas mit Stroh. Hof, Kuhstall, Stroh lagern, genau. Dann fahren wir da nämlich entlang. Und jetzt wollen wir nämlich wieder vom Kuhstall runter zum Hof. Kuhstall, Hof vom Kuhstall, genau. Jetzt sind wir da an der Stelle. Und jetzt wollen wir wieder zu diesem Feldverbund. Mit 25 war das irgendwas, ne? Genau. Feld 25 vom Hof. Dann sind wir nämlich da vorne. Und jetzt brauchen wir die Wiese 16. Und zwar das Ende davon. Und dann haben wir diese ganze Geschichte. Das können wir jetzt nämlich abspeichern unter Feld 16. Wiese. Strohablauf. Kuhstall. Ich werde es einfach Kuhstall. Und dann Gras. Ja. GR. So. Dann haben wir die Strecke nämlich schon mal drin. Das ist ganz cool. Jetzt nehmen wir die aber wieder raus. Und packen Schwaden rein, weil das ist nämlich unsere Arbeitsstrecke, die wir als erstes brauchen. Und jetzt holen wir noch die Strecke dazu, weil das ist nämlich die Strecke, wo er dann abladen soll. Und jetzt lasse ich ihn einfach starten. Er kriegt noch den Modus, dass er was einsammeln soll. Den Arbeitsmodus nämlich, genau. Und jetzt lasse ich ihn einfach starten und er macht das einfach. Das wird funktionieren. Wenn er denn hier unten fertig ist, sagt er mir, ey, ich bin fertig, was soll ich jetzt machen? Cool, ne? So, du bist da und möchtest aufgeladen werden, das können wir machen. Und der Deutz-TTV steckt mal wieder im Verkehr fest, weil der Container sich schon wieder bewegt hat. Der Container ist echt scheiße. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.